Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar ist soeben bei mir eingetroffen die Beauty Love The Natural Box. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in dieser wunderschönen Box verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Beauty Love Box wird mir in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an das liebe Beauty Love Team. Deswegen darf ich auch in diesem Video wieder eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Die Box erscheint alle 2 Monate, beinhaltet 6 bis 8 Beauty-Produkte aus dem Bereich Einstieg in die Green Beauty World, würde ich jetzt einfach mal dazu sagen, so im Groben und Ganzen zusammengefasst. Genau, ab 31,95 habe ich das gesagt, kostet die pro Box, erscheint alle 2 Monate. Ich glaube, ich wiederhole mich. Ich komme von der Arbeit, habe mich eben ein bisschen geschminkt, weil ich einfach so ein bisschen meinen Down runterkommen, gedünsen brauchte. Und ja, weiß nicht, was ich hier rede. Genau, es ist eine Beauty Box. Sagt der Name der Box ja auch schon. Sie besteht aus Graspapier, was ich total aufregend finde. Also theoretisch könnte man das auch in den Garten einpflanzen oder sowas. Also nicht einpflanzen, sondern ne, so als, weiß ich nicht, manchmal braucht man ja so Sachen um Saatgut oder um Blumen drum zu, um halt zum Beispiel unten das Wurzelwachstum nicht allzu weit ausbreiten zu lassen und das vielleicht für den Anfang einzudämmen oder so, damit die Wurzeln an sich geballter sind. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich rede wirres Zeug. Aber dafür würde ich mir das vorstellen. Ich verwende sie ja als Versandkartons, wenn ich Verlosungen mache zum Beispiel. Genau. Ist aber eine recycelte Geschichte und das finde ich ziemlich cool. Und ja, ansonsten spenden die halt pro Verkauf der Box auch noch 50 Cent an dieses Projekt Treedom in Madagaskar. Da werden dann halt auch die Bauern vor Ort so an die nachhaltige Landwirtschaft herangeführt, ne? Genau. So, und jetzt würde ich sagen, lassen wir uns mal ein bisschen einführen in diese Green Beauty World. Ich finde das immer ziemlich cool. Ich mag das auch, dass wir einfach jetzt mehr Berührungspunkte damit bekommen, ne? Ansonsten, du gehst in den Laden und bist einfach überflutet, dann steht hier Green, Vegan, tierversuchsfrei, rampampam drauf und ja, so haben wir einfach mal so ein etwas entspannteres Konsumverhalten, wenn man das mal so sagen darf, weil einem direkt die Produkte präsentiert werden, die sich jemand, der darüber nachgedacht hat, schon ausgesucht hat und ja, Deckel entfernen, Claudi, weniger sabbeln. Okay, ja, Deckel ist entfernt. Dann haben wir hier so ein Seidenpapier, was mit einem Klebi verschlossen ist. Aber ich persönlich rieche ja immer ganz gerne nochmal dran. Riecht nach nichts. Nö, tatsächlich einfach nur nach Papier. Genau, dann mache ich das einfach mal hier auf. Und ja, so haben wir dann den ersten Blick in die Box. Und wir sehen, dass das Krüffelpapier zum Beispiel, was da drumherum ist, auch so ein recyceltes Gedönsen ist und nicht so was Buntes mit Plastik überzogen. Tüdelü, finde ich sehr cool. Okay, dann haben wir hier das Heftchen, wo quasi so ein Teaser drin ist. Und da kommen wir gleich zu. Das Motto scheint Air Tranquility zu sein. Ich bin ja vom Sternzeichen Zwilling und ich glaube, da ist mein Zeichen, mein Wasser, Feuer, Erde, Luft, ne? Da ist mein Zeichen die Luft. Genau, deswegen mag ich auch super gerne so luftig, leicht. Ich wäre gerne ein Vogel. Ja, ich wäre super gerne ein Vogel. Ein Vogel, der die ganze Zeit nur durch die Gegend fliegt und alle Häuser zukackt. Ich hätte da richtig Bock drauf. Tatsächlich. Genau, ja. Und hier steht dann so ein bisschen, was die sich dabei gedacht haben. Das kann ich ja mal vorlesen. Hallo Beauty Lover. Kurz vor dem Jahreswechsel steht bei uns alles unter dem Motto tief durchatmen. Nach all den Höhen und Tiefen im historischen Jahr 2020 verdienen wir uns ein Verwöhnprogramm der besonderen Art. Mit den Produkten aus der neuen The Natural Box Air Tranquility gönnen wir uns jetzt eine entspannte Auszeit. Wir atmen immer so selbstverständlich vor uns hin und messen unserem Atem keine große Bedeutung bei. Doch wer ab und zu ganz bewusst ein- und ausatmet, ist präsenter und spürt mehr Wohlbefinden, gerade während stressiger Alltagssituationen. Für mehr Tipps rund um die Produkte, das Atmen und Entspannen sowie Beauty News aus aller Welt, schau doch mal bei uns auf Facebook oder Instagram vorbei. Auf jeden Fall kann ich sehr empfehlen, die Instagram-Seite zu abonnieren. Ich bin ja selber nicht wirklich bei Facebook, also von daher Instagram, Leute. Ne? Im digitalen Booklet
By the way, ihr könnt mich auch gerne abonnieren, ne? Eduard P. Klar, rückwärts und ein P dahinter, so heiße ich auf Instagram. Nee, da folgt man ja, genau. Und hier kann man abonnieren. Das kannst du hier unten machen, wenn du möchtest. Bisschen Eigenwerbung, kann nicht schaden. Im digitalen Booklet zeigen wir dir, wie du die Produkte anwendest und teilen weitere Informationen mit dir, damit du genau weißt, was sich in all den schönen Tübchen und Döschen versteckt. Wir wünschen dir viel Freude beim Auspacken deiner Beauty-Schätze. Alles Liebe wünscht euch Annabelle vom Team Beauty Love. Das finde ich ziemlich cool, denn wir haben hier einen QR-Code, den haben wir immer mit dabei, damit halt so ein bisschen Verpackung und Kram und so gespart werden kann. Ne? Das ist halt auch irgendwo ein bisschen nachhaltiger, ne? Wenn man nicht drucken muss auf Papier. Und ich persönlich mag aber lieber Papier tatsächlich. Genau. Dann kann man den QR-Code nämlich abscannen und bekommt dann noch weitere Informationen. Auch zum Beispiel, inwiefern das jeweilige Produkt, was du in den Händen hältst, tierversuchsfrei ist oder vegan ist oder zertifiziert ist oder sowas. Ne? Das steht da alles mit drin. Wir können ja gleich mal, wenn ich nicht mehr weiter weiß, das auf jeden Fall mal machen. Das ist so viel dazu. Das mit dem Durchatmen finde ich auch, man sagt es ja eigentlich auch, ne? Wenn du in einer stressigen Situation bist, dann sagt man entweder, ach, jetzt hol doch mal Luft oder jetzt atmen einfach mal tief durch, Claudi. Ich weiß gar nicht, wie oft mir das heute gesagt worden ist, relativ häufig. Und das mache ich dann auch. Ne? Ich bin ja sowieso ein Mensch, wenn ich mich aufrege, dann entweder rede ich und ich höre gar nicht auf, könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, oder? Oder ich bin auch ein Mensch, der einfach vollkommen ruhig ist und alles in sich reinfrisst. Und dann ist bei mir der Punkt angekommen, da bin ich aber ganz kurz vorm, ich raste volle Elle aus. Ne? Okay, hinten drauf steht auch noch ein Zitat, und zwar von J.K. Chesterton. Okay. Für den Bau von Luftschlössern gibt es keine architektonischen Regeln. Jo, das habe ich mir wohl gedacht. Ne? Das kommt ja auch aus der Brain raus. Okay. Ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten Produkt an. Und zwar ist das von Alverde Naturkosmetik, eine Lidschattenpalette. Die wird wahrscheinlich nicht bei mir bleiben, um ehrlich zu sein. Das ist die Rosy Favorites Palette. Und ich glaube, dass ich die, ja, die ist schön tatsächlich. Also die ist mit schönen Alltagstönen. Ich habe aber schon mal eine von Alverde ausprobiert und die war mir einfach zu lasch. Ich persönlich bin ein Fan von mal ein bisschen mehr. Und wenn ich eine Nude-Palette haben möchte oder so, da habe ich genug. Ne? Aber ich glaube, dass das in einer Beauty-Love-Box sehr, sehr gut aufgehoben ist. Denn was ist die Zielgruppe von den Menschen, die die Beauty-Love-Box sich abonnieren? Wahrscheinlich halt auch die Leute, die so ein bisschen nicht so knallebunt durchs Leben laufen, wie man, das, also wie ich das manchmal mache, ne? So paradiesvogelmäßig. Heute bin ich doch etwas gedeckter unterwegs. Ich habe ein schwarzes Kleidchen an, was ich äußerst schick finde, übrigens von Chiquelle. Und eine Kette habe ich um mit einem Blatt, ist das genau. Und eigentlich, ne, sehr klassisch. Aber ansonsten bin ich auch gerne mal etwas flippiger unterwegs. Genau, deswegen, passt sie in die Box, aber sie passt halt nicht zu Claudi, ne? Bin ich ehrlich. So, dann haben wir hier etwas drin von Lord & Barry. Und das finde ich ja mal richtig geil. Es ist ein Lippenprodukt und ich mag Lippenprodukte. Man merkt es kaum, dass ich Lippenprodukte gerne mag. Da welche. Ich habe mittlerweile viel zu viele, Leute. Die Adventskalender haben mich fertig gemacht, aber irgendwann muss ich auch nochmal ausmisten, ne? Nächstes Jahr kommt übrigens wieder so eine ganze Geschichte von wegen hier meine ganze Sammlung und so. Und ich denke, dass ich dann auch vielleicht entweder vorher oder nachher so ein Declutter machen werde. Ich muss echt, also okay, krass, ja. Ich habe hier ein Produkt von Lord & Barry, habe ich eben schon gesagt. Lip Oil Potion Advanced Fluid Lip Treatment. Lord & Barry ist ziemlich teuer, ne? So sieht die Verpackung aus. Und finde ich extrem cool, dass sie das mit in der Box mit drin haben. Muss ich wirklich sagen. Das finde ich echt geil. Oh, und das ist ein klares Lippenöl. Aktuell verwende ich super gerne Lippenöle. Da habe ich eins von, ach, irgendwas mit A. Keine Ahnung. Habe ich schon 2/3 von aufgebraucht. Benutze ich die ganze Zeit. Ne? Ich habe das ständig drauf, weil das ist so, du hast so einen Glanz auf den Lippen und gleichzeitig ist es halt super pflegend. Und das finde ich jetzt so, so angenehm. Und gerade wenn ich im Stress bin, dann nestle ich mir die ganze Zeit an den Lippen rum. Das ist total merkwürdig. Oder ich kaum mir drauf rum oder so, ne? Und da müssen die Lippen gepflegt werden. Und deswegen ist das hier gerade sehr, sehr ansprechend für mich. Das Füßchen ist ja auch spektakulär. Das ist so dick. Also so propfenmäßig, ne? Das finde ich cool. Riecht nach Vanille. Oh, sowas hat man doch gerne auf den Lippen, oder? Ja, komm, swatchen wir mal ein Lippenöl. Ne? Das wird jetzt nicht so spektakulär sein. Aber ich kann daran merken, inwiefern das irgendwie klebrig ist oder so. Ist halt durchsichtig, ne? Man sieht es ja auch schon hier drin.
Würde ich fast schon eher als Lippenpflege verwenden. Tatsächlich dann, ne? Genau. So sieht das Swatch aus. Nee, das ist null klebrig. Boah, wie angenehm. Super, super cremig. Also das fühlt sich nicht klebrig an, auch wenn ich jetzt so das zwischen den Fingern habe. Jetzt, wenn ich das ganz doll verreibe, ja, ne, dann klebt alles gefühlt. Aber nicht so, dass es so wäre, ne? Weißt du, was ich meine? Das ist voll angenehm. Ein gutes, gutes Ding. Da freue ich mich drüber. Ist aber, wie gesagt, eher Lippenpflege. Aber es wird dann ein würdiger Nachfolger von dem sein, was ich jetzt aktuell in meiner Jackentasche immer habe, tatsächlich. So. Ja, 6 bis 8 Produkte, Leute. Das heißt, es kommt noch einiges auf uns zu. Eye Care Cream. Oh, ja, geil. Honest Cosmetics. Übrigens, der Lippenstift kommt von Honest Beauty, den ich drauf habe. Honest Beauty. Ja, ehrliche Kosmetik ist das ja dann auch. Ja. Eine Augencreme mit 30 Milliliter. Leute, das wird nicht günstig sein. Also wir haben hier halt auch in der Box immer einen recht hohen Preis, einen hohen Wert drin, weil gerade diese naturnahe Kosmetik oder Naturkosmetik oder vegane Kosmetik und so weiter und so fort ist ja immer recht hochpreisig. Oh, schön. Das ist ein schöner Artikel. Mache ich jetzt nicht auf, ne? Weil das nur 6 Monate haltbar ist und das wäre dann ein bisschen blöd. Aber das sieht schon mal sehr, sehr schön aus, finde ich. Also das gefällt mir. Sehr ansprechend. Speziell für den Augenbereich bekämpft Müdigkeit und Stress. Kann ich gebrauchen für eine frische Augenpartie. Kommt zu Mama. Finde ich gut. Doch, und hier ist auch noch ein Gutscheincode drin. Bis zum 31.01.2021 BrightEyes20 bei morrow-cosmetics.de. Das ist natürlich cool. Danke, dass du dich für Morrow entschieden hast. Sowas finde ich charmant, ne? Wenn sowas halt auch irgendwo mit in Produkten drin ist, ne? Dass du es direkt so dabei hast. Doch, das ist sympathisch. Das macht die, ja, sehr sympathisch. 30 Milliliter, ey. Ist echt hart. Ne? Muss ich wirklich sagen. Genau. Ja. Hatten wir schon. Müdigkeit und Stress bekämpfen finde ich immer super wichtig, weil das ist halt das, was bei mir halt alles immer ein bisschen wild macht im Gesicht. Okay. Betty Hula, The Secret Wonder Oil. Oh, ein geheimes Wunderöl. Mhm. Dann zeig mal, wie wunderölig und geheim du bist. 10 Milliliter. Great for all skin types, also gut für alle Hauttypen. Perfekt für alle Hauttypen. Handmade by Betty. Mhm, Betty. Da bin ich immer. Bringe deine Haut zum Strahlen mit diesem reichhaltigen Pflegeschatz. Verwende es sparsam, da es sehr ergiebig ist. Kontakt mit Augen vermeiden, nicht zum Verzehr geeignet. Ja. Wenn da 10 Milliliter drin sind, ne? Hätte ich jetzt gedacht, dass es fürs Gesicht ist, weil hier steht ja auch drauf, for all skin types, für alle Hauttypen. Damit meinen die meistens halt die Gesichtshaut. Auch das Produkt ist, ja gut, es ist 24 Monate haltbar. Kommt übrigens aus Großbritannien, da ist die Flagge der Union Jack abgebildet. Na komm, wir gucken uns das aber trotzdem mal kurz an. Schauen mal, vielleicht ist das, ja, das ist mit so einem Rollerball. Das finde ich ja schon wieder cool, ne? Das kannst du dann so als Gesichtsserum verwenden. Oh, das riecht sehr, sehr gut. Sehr kräuterig. An irgendwas erinnert mich das. Riecht echt gut. Also ich hatte schon mal irgendwann so ein Serum, was so gerochen hat. Oder es ist sogar das tatsächlich, was ich aktuell verwende. Ich weiß es nicht. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr cool. Und das Logo finde ich auch extrem ansprechend. Ne? Also die Lady, die da so auf ihrem Baumstamm oder was auch immer abchillt. Ich hoffe, man kann es halbwegs erkennen. Ist schon cool. Ne? Doch. Schön. So. Hier haben wir drin Natura Ecos Nourishing Hand Cream. Handcreme können wir doch gerade sehr gut gebrauchen. Kastana. 40 Gramm. Mhm. Hier steht vegan hinten drauf übrigens auch. Aber ich habe es euch, wie gesagt, eingeblendet. We are vegan. We use fair trade biodiversity ingredients from the Amazon. Vom Amazon, genau. We work with local communities to keep the forest standing. Okay, also die achten halt wirklich auch darauf, dass der Regenwald stehen bleibt, was ich cool finde. 97% natürlichen Ursprungs mit brasilianischen Nüssen. Mm. Gucken wir uns das Ding mal an, ne? Ja, so eine Handcreme ist nie weg. Das sieht doch schon mal... Nur das ist halt so eine Metalltube, Alutube, würde ich jetzt einfach mal dazu sagen. Ist nicht Plastik, außer die Kappe wahrscheinlich. Doch, das finde ich ansprechend. Das ist eine schöne Handcreme. Vor allem, also so von der Optik her, ne? Vor allem kann man hier, wenn du so metallische Viecher hast, ne? Du kannst es halt richtig schön rauspressen. Das hast du bei den Plastiktuben ja oft nicht, weil die sich dann ja wieder in Form zurück
floppen. Und bei denen kriegst du halt wirklich alles raus, weil du die auch richtig wie eine Zahnpastatube eindrehen kannst und so, ne? Das finde ich gut. Ja, nett. So, hier habe ich jetzt ein Produkt drin, ja, was wahrscheinlich eher weniger bei mir bleiben wird. Das ist von York OB, 100 ml von einer Peel-Off-Mask. Also das ist halt eine Gesichtsmaske, die du trocknen lässt und dann abziehst. Habe ich Angst vor. Nicht nur, weil mir das meine halben... Ich habe eine Gesichtsbehaarung. Ich habe überall feine Härchen, so an der Stirn und so weiter, ne? Wenn ich so eine Peel-Off-Maske drauf habe, dann kritschen mir die ganzen Haare weg. Das ist immer sehr schmerzhaft. Und weil ich halt eine sensible Haut habe, ne? Das ist dann auch etwas unpraktisch. Ja, man muss es schütteln, lässt es dann 25 bis 30 Minuten drauf, machst es dir vor allem auf die T-Zone und ja, wenn es dann ganz trocken ist, dann machst du die halt vorsichtig ab. Ja. 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 Das soll irgendwie die Blackheads wegmachen, hier die Mitesser und so ein Kram. Ganze Rotzgacke aus dem Gesicht rausziehen. Genau, und hier haben wir halt echt eine große Tube. Also du wirst da ewig und drei Tage mit auskommen. Ich finde es natürlich cool, dass die in letzter Zeit halt mehr zu diesen Tuben auch übergehen. Oh, guck mal, hier hast du sogar noch eine Creme mit dabei mit 4,5 ml, ne? Wenn du es im Nachbarn möchtest. genau. Ja. Aber 100 ml finde ich jetzt schon mal echt eine krasse Ansage. Da hast du ganz schön lange Spaß dran. Es sei denn, du verwendest es halt super, super häufig. Weil ich habe auch solche Tuben dann immer wieder bei mir stehen, ne? Und dann verwende ich immer ein bisschen davon. Und ab und zu dann halt auch so in Tütchen abgepackt, wie ich halt ganz normal diese Einmalanwendungsgeschichten. Aber mit diesen Tubensachen oder Tiegelsachen kommst du Ewigkeiten hin. Deswegen ist es ganz cool, aber witzig, dass man es vorher schütteln muss, ne? Muss ich nur mal sagen. Okay, es ist hier noch echt prall gefüllt. Da bin ich echt begeistert. Hier haben wir von Aveda Texture Tonic und zwar 30 ml. Das, ja, Aveda ist ja eine Haarmarke. Das heißt, es wird irgendwas für die Haare sein. Ein texturierendes Haarspray wahrscheinlich. Ja, hier steht auch nur texturierendes Spray. Das ist dann wahrscheinlich irgendwie so eine Art Salzspray oder sowas für die Haare, dass man halt ein bisschen mehr Krawum, Krawäm da drin hat. Finde ich ganz nett. Ich persönlich verwende sowas nicht unbedingt. Passt aber auch so ein bisschen zum Thema, wobei ich das eher so zum Thema Beach Waves, also Wasser, zuordnen würde. Ja, ich bin auch noch gar nicht so ganz, ne? Das Lippenöl ist für mich schon auch so ein bisschen luftig leicht Lip Oil. Bei der Lidschattenpalette hätte ich tatsächlich eher gedacht, dass die mehr so ins Bläuliche gehen bei eher, aber gut. Ja, also noch bin ich noch nicht so von diesem Luftthema gecatcht, um mal ehrlich das so zu sagen. Hier haben wir etwas von Botanicals Fresh Care und das finde ich cool. Mit Ingwer und Koriander eine stärkende Spülung für geschwächtes Haar mit 150 ml. Das habe ich aktuell in der Version, in der roten Version, ist es glaube ich eigentlich eher für koloriertes Haar in Anwendung und das gefällt mir richtig, richtig gut. Und ja, mit Ingwer und Koriander hatte ich auch schon mal nicht von, doch, war das von Botanicals? Weiß ich gerade gar nicht. So eine Stärkekur? War das von Botanicals? Ich weiß es nicht. Habe ich mir auf jeden Fall dann immer eine Pipette so in die Haare gegeben nach dem Duschen, also nach dem Haarewaschen. Und das war auch echt gut. Und ja, das hier ist dann wohl die entsprechende Haarspülung. Finde ich wirklich toll. Ich liebe Spülung. Ingwer und Koriander ist natürlich eine Ansage vom Duft her, um ehrlich zu sein. Weil ich bin ja doch eher so der blumige Mädchentyp. Ja, das riecht halt auch wirklich super männlich, ne? Ja, sehr kräuterig. Muss ich mal gucken. Also, weil ich möchte halt immer unter der Dusche auch so ein entsprechendes Erlebnis haben. Aber wie gesagt, das schauen wir mal. So, von Alverde haben wir hier noch ein Produkt. Das ist ein Highlighter mit 5 ml. Das ist ja süß, ne? Aber gut, ne? So ein loser Highlighter, da brauchst du auch jetzt nicht so Ewigkeiten viel von. Da bin ich ja mal gespannt. Komm, den swatchen wir uns jetzt aber mal, weil da kann ich mir... Der sieht so weiß aus. Ach, das ist ein Creme-Highlighter. Ja gut, das ist ein Creme-Highlighter. Mal gucken, wie der dann auf der Haut aussieht, oder? Doch. Bin ja immer sehr zurückhaltend. Also bei Alverde habe ich bislang jetzt noch nicht so die allerbesten Erfahrungen sammeln dürfen, leider. Gucken wir uns den hier mal an. Doch, der sieht aber schön aus. Recht natürlich, aber sehr, sehr tragbar. Man sieht es jetzt nicht so intensiv, weil der halt wirklich dezent ist. Aber ich finde den ganz schön. Ich hatte jetzt erst ein bisschen befürchtet, dass er mir zu sehr rosa schimmerig ist. Das ist er aber nicht. Nee,
der passt sehr, sehr gut. Also den mag ich. Den kann ich mir auch vorstellen, wenn ich gar keine Foundation trage, so ganz normal im Alltag, ne, mir das so auf die zu highlightenden Stellen aufzugeben. Das finde ich cool. So, also wie viel haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Produkte haben wir schon. Jetzt habe ich jetzt mal 10. Produkt. Das ist aber der Wahnsinn hier, Leute. Das ist aber hier krass. Und hier haben wir so ein Lifestyle-Produkt. Das hatte ich auch, ich will es gar nicht sagen, ne? Vielleicht im Adventskalender von Beauty Love. Verlinke ich dir mal hier oben. Ich weiß es nicht. Vielleicht war es drin. Von Bee Skin, ein Bienenwachstuch. Die europäische Alternative zu Plastikfolie. Hält Lebensmittel länger frisch. Und das ist cool. Das ist abwaschbar und wiederverwendbar. Wir packen unsere Sachen tatsächlich in so Tupperpötte oder halt in so Frischhaltedosen rein, ne? Ja, das ist jetzt in der Größe M, 25x25 cm. Das kannst du halt auch als Butterbrot-Aufbewahrungsgedönse nehmen. Und hier scheint auch wirklich sogar ein Muster drauf zu sein. Das finde ich sehr, sehr cool. Da habe ich jetzt aber schon einige von. Das heißt, das hier wird dann wahrscheinlich auch nicht bei mir bleiben. Aber ich finde das ziemlich cool, dass sie sowas halt auch mit in die Box mit reinpacken. Einfach so als kleinen Anreiz, als Idee mehr oder weniger, einfach ein bisschen bewusster zu leben. Das finde ich gut. Passt auf jeden Fall, ne? Genau, ja. Interessant finde ich auch, dass ja, das ist abwaschbar, ist immer klar. Ne? Wenn das wiederverwendbar ist, dann sollte man das zwischendurch mal abwaschen. Ja, doch, das mag ich. Ich weiß noch nicht, ob ich das selber verwenden werde, weil ich, wie gesagt, noch ein paar davon habe. So, das war jetzt echt krass, ne? 10 Produkte in der Box, wo normalerweise 6 bis 8 drin sind. Ich bin begeistert. Ich fühle mich jetzt nicht so in dieses Luftthema entführt, um ehrlich zu sein, aber ich fühle mich sehr, sehr gut aufgehoben, weil das, also... Das Herz der Box wird wiedergespiegelt, aber jetzt nicht unbedingt das Thema. Ne? Also was für ein Thema hätte man jetzt zu den Produkten machen können? Weiß ich nicht. Chili, Milli, Alltags, Pimli, keine Ahnung. Irgendwie so in der Art, aber ne? Da sitzen kluge und kreative Köpfe, die sich sicher was dabei gedacht haben. Und ich habe es echt mal wieder voll verpeilt und habe den Sinn dahinter nicht verstanden. Aber trotzdem gefallen mir die Produkte. Ne? Aber jo. Passen halt irgendwie meiner Meinung nach nicht ganz zum Thema. Aber ist egal, ne? Schreib mir gerne deine Meinung dazu unten in die Kommentare. Wie gesagt, ich bin ein bisschen verbaselt. Es tut mir echt leid. Ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.